aber zwei Fußballer, die vom Alter her nicht gegensätzlicher sein können, als sie sind. Der eine im 42. Lebensjahr, er wird jetzt sagen, sagt doch 41. Aber er ist ja im 42. Das ist Klaus Fichtel, 540 Bundesliga-Spieler. Und der junge Mann daneben, das ist der jüngste Bundesligaspieler. Zwei Bundesligaspiele hat er schon hinter sich. Er kommt sozusagen als Tabellenführer, und zwar Marcel Witteczek vom Uerdingen. Rückblende, 14. August 1965, Stuttgart-Schalke 1:0. Fichtels erstes von 540 Bundesligaspielen. Für den heute 41-Jährigen eine doppelte Premiere, denn er besiegelte Schalkes Niederlage mit dem einzigen Eigentor seiner Laufbahn. 21 Jahre, 2 Tage und 539 Spiele später. Klaus Fichtel wie immer, nüchtern, sachlich, zuverlässig, einer, der die Show nie liebte. Solidität war stets seine Stärke. Es war sein vorletztes Bundesligaspiel, oder vielleicht doch nicht, dazu Schalke-Trainer Schafstall. Der Klaus Fichtel braucht nicht fit gehalten werden, er ist fit, ohne dass er sich viel fit halten muss. Und man könnte jederzeit ihm vom Kaffee die Schwäche holen und könnte wieder einbauen. Schalke heute. Unter Schafstall ist das Team spielerisch besser geworden. Das 1:0 in der 7. Minute erleichterte natürlich die Aufgabe gegen Waldhof. Bistram, der Schütze. Es war schon das zweite Bundesligator des ehemaligen Kielers, der erst 3 war, als Fichtel schon Bundesliga spielte. Kaltschnäuzig nennt man wohl diese Art des Toremachens. Schalke jetzt gelöst, mit schönem Angriffsfußball, mit Chancen zuhauf. Klaus Teuber. Gefällig sah es aus, was die Gelsenkirchener boten. Völlig verdient daher auch das 2:0 in der 17. Minute. Torschütze Michael Jakobs, ein prachtvolles Tor, das man nicht alle Tage sieht. Das Ganze noch einmal. Die Ecke von Thon, der Treffer von Jakobs. Einer für Jahresrückblicke und ähnliche Auszeichnungen. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Kein Wunder, dass Waldhofs Klaus Schlappner völlig verzweifelt war. Oh, 2:0 zur Pause. Von Waldhof weiter nichts zu berichten. Schalke stürmte munter weiter, hätte schon früh viel höher führen müssen. Bernd Diersen, der Pfosten. Doch plötzlich der Bruch im Schalke-Spiel. Der Sieg hätte sogar eine Niederlage werden können, wenn Junghans nicht so großartig gehalten hätte. Nur einmal war er machtlos, bei Jürgen Kohlers Tor in der 60. Minute. 5:0 hätte es stehen können, stattdessen hieß es 2:1. Die Wiederholung. Schalker Sorglosigkeit half Waldhof auf die Sprünge. Mannheim war dem Unentschieden nah, entblößte die Abwehr. Das nutzte Schalke 3 Minuten vor Schluss zum 3:1. Wieder war Michael Jakobs der Schütze, der vorher in 3 Jahren Schalke ganze 5 Tore erzielt hatte. Der Bruder des Hamburgers Dietmar Jakobs avancierte so zum Spieler des Tages in Schalke und stellte Waldhofs Schlappner nach dem guten Saisonauftakt damit vor neue Rätsel. Ich kann also da keine Fortschritte sehen. Weil einfach wir so dumm und dusselig hier wieder begonnen haben, wie wenn jeder Spieler einen Zentner noch auf dem Puckel hätte. Ich kann es nicht ergründen, wo es herkommt. Wir müssen das mal mit den Spielern oder wir müssen unsere Vorbereitung anders machen, vielleicht mit dem Schlafwagen daherfahren, dass wir vorher pennen und im Spiel dann wach sind und so. Also das ist schön, wenn man noch lachen kann, oder? Nach so einer Niederlage. Otto Rehhagel nicht zimperlich und auch Klaus Schlappner nicht. Ja, Gratulation, Klaus Fichtel. Sie kommen mit einem Sieg für Schalke und es war Ihr vorletztes Spiel in Ihrer langen, langen Karriere. Ja, das hoffe ich, weil ich am 26. August mein Abschiedsspiel habe in Gelsenkirchen. Und da gibt es also vorher noch ein Punktspiel mit Schalke. Ja, in Homburg noch und wir hoffen, dass der Winfried Hannes dann wieder so weit fit ist, dass er dann wieder spielen kann. Sonst wären Sie ja gar nicht sozusagen aufgelaufen, in die Mannschaft wiedergekommen, oder? Das ist richtig, weil Schalke große Verletzungssorgen hatte, bin ich wieder reaktiviert worden
Und es geht eigentlich noch ganz gut. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass der Winfried Hannes wieder gesund wird, dass ich dann wieder zurück ins zweite Glied rücken kann. Was heißt ins zweite Glied? Zweites Glied heißt eben Co-Trainer, Trainer der Amateure und eben im sportlichen Bereich bei Schüler und Jugend in Schalke verantwortlich bin. Ich glaube, dass Sie, ich weiß nicht, ist das 20 Jahre her, dass Sie nicht mehr im Sportstudio waren? Ich habe mich sicherlich nicht alleine bemüht, Sie einzuladen. Warum haben Sie sich so rar gemacht? Ja, es gab da einige Differenzen, aber die sind mittlerweile ausgeräumt. Und ich bin heute gerne gekommen. Das freut mich, ja. Also gut, herzlich willkommen nochmal, dass Sie da sind, denn Sie sind ein Mann, der die Bundesliga wesentlich mitgeprägt hat. Sie sind auch ein Mann, der bei der Fußballweltmeisterschaft 1970 dabei war. Sie haben 23 Länderspiele gehabt. Nun haben Sie gegen so viele Mannschaften, gegen Brasilien, Uruguay, Peru, Frankreich, Jugoslawien, ich weiß gar nicht, gegen wen alles noch gespielt. Welche Mannschaft hat Sie denn am stärksten, welche Spieler am stärksten beeindruckt? Ja, das war ohne Zweifel Brasilien, weil sie auf sämtlichen Positionen Leute haben, die den Ball beherrschen und technisch sehr, sehr gut sind. Und wenn ich also den anderen Haken schlagen darf zu den Stürmern. Sie waren ja immer, Sie haben gesagt, ich bin eigentlich nicht Libero gewesen. Das war Franz Beckenbauer. Sie waren der Abwehrspieler. Man hat sie auch Tanne genannt. Ihr Gewicht haben Sie wahrscheinlich in den letzten 20, 25 Jahren nicht sehr verändert, oder? Ja, nicht allzu groß. Es sind mittlerweile... Ich glaube, wohl 1,5 Kilo draufgekommen. Und was ist das dann als Wettkampfgewicht? Zwischen 67 und 68 Kilo. Und das werden Sie auch weiterhalten? Ich hoffe es. Also, ich wollte sagen, den Haken schlagen, wenn schon von den Mannschaften international die Rede war, dann von den Stürmern. Sie haben gegen hunderte von berühmten und weniger berühmten Stürmern gespielt. Wer war denn der, der Sie am meisten narrte und vor dem Sie immer wieder, wenn es in der Bundesliga war, Angst gehabt haben? Ja, ich hatte eigentlich immer vor... Kleine, wendige Spieler hatte ich Angst. Zum Beispiel Bernd Rupp damals bei seiner Gladbacher Zeit. Der war eigentlich ganz, ganz unangenehm, weil er Haken schlagen konnte wie ein Hase und sehr schnell im Antritt war. Und gegen diese Spieler habe ich eigentlich nicht zu gerne gespielt. Und sonst nennen Sie noch 2, 3 Namen? Ach ja, mit der Zeit vergisst man das. Ja. Aber Sigi Held zum Beispiel war auch ein unangenehmer Gegenspieler. Ja. Und noch zu den Trainern. Sie haben doch mindestens 20, 25 Trainer in Ihrer langen Laufbahn, jetzt über 20 Jahre in der Bundesliga gehabt. Wer war denn da der Wichtigste, der vielleicht auch am meisten motivieren konnte, ganz gleich ob oder mit oder ohne Peitsche? Ich glaube wohl, sehr wichtig war für mich der erste Trainer, den ich in Schalke hatte. Das war Fritz Langner. Der Sie auch, glaube ich, entdeckt hat. Der mich auch entdeckt hat und der mich da geformt hat. Aber... entscheidenden Anteil, möchte ich sagen, hatte damals Ivica Horvat wohl, der für uns Spieler wie ein Vater war, der praktisch den Vater irgendwie im Fußballstadion ersetzt hat. Ja. Und dadurch haben wir auch sehr, sehr große Erfolge damals erzielt unter Horvat. Klaas Fichtel, wir werden uns auch weiter unterhalten. Ich möchte jetzt nur mal überleiten und zwar zu dem nächsten Treffen und zwar zu Bayer Uerdingen gegen die Mannschaft des FC Homburg, den Aufsteiger. Klar, dass Uerdingen mit so viel Erfolge, vor allen Dingen mit einem hervorragenden Platz in der letzten Saison als Favorit galt, wollen wir uns mal anhören, was mein Kollege Jörg Dahmer berichtet. Neuigkeiten aus Krefeld. Die altehrwürdige Grotenburg-Kampfbahn mit der jüngst errichteten Tribüne strahlt in neuem Glanz, ist jetzt ein modernes Stadion. Neu bei Bayer Diesermann, der in Polen aufgewachsene Marcel Witeczek, der neue Publikumsliebling. In seinem zweiten Bundesligaspiel verstand der Schlesier allerdings oft nur böhmische Dörfer. Er ist um die Erkenntnis reicher, dass Samstagnachmittags Talent und Einsatzwille nicht immer eine gute Leistung bedingen müssen. Zwar setzt er sich hier gegen den bockenden Dieter Brefert durch, ansonsten jedoch war er meist nur zweiter Sieger. Neu auch im Stadion, die Spielfläche ist verbreitert worden. 2 Meter sind hinzugekommen, aber Uerdingens Profis müssen dies irgendwie missverstanden haben. Spiel in die Breite hieß offenbar der Trugschluss. Und so gähnte das Spiel vor sich hin. Alternativer Fußball, Torchancen, nein danke. Ausnahme 5. Minute. Witeczek erkannte die blau-weiße Abseitsfalle, flankt auf den 1,91 Meter Mann Wolfgang Funkel, doch Funkels Pech, Torwart Gerke ist noch 3 cm länger. Die Defensivarbeit der Berliner war nach dem Schnitzern der Vorwoche heute gut. Hin und wieder tauchten sie sogar vor Uerdingens Tor auf, Manfred Hellmann war das. Indes Uerdingen noch immer ohne zwingende Chancen. Erst in der 34. Minute zeigten die Krefelder entschlossenes Nachsetzen und schon war der Ball im Tor. Ausgerechnet ein ehemaliger Uerdinger,
holte den Ball aus dem Netz. Horst Pfalzer, Berlin-Spielmacher. Das Tor noch einmal. Krefelds Ältester, der 32-jährige Friedhelm Funkel, fälscht den Ball ins Netz. 1:0, auch nach 63 Minuten. Dann wechselte Trainer Feldkamp aus. Verteidiger Dämgen kam. Die Nummer 7, Stürmer Witeczek, musste weichen. Das Publikum saß ungern. Feldkamp wurde ausgepfiffen. 3 Minuten später die Quittung. Das 1:1 durch Egon Flath. Ein angeschnittener Ball, wie auch Torwart Kubik bestätigen kann. Das Spiel nach dem Ausgleich endlich farbiger. Dietmar Klinger, kein Tor. Doch dann die Szene, die von den Trainern so unterschiedlich aufgenommen wurde. Uerdingens Trainer Kalli Feldkamp. Berlins Bernd Hoss. Und hier ist die Szene. Wolfgang Funkel maßgeblich beteiligt. Zwischenzeitlich übernimmt Rudi Bommer. Wieder Wolfgang Funkel. Der sieht Bruder Friedhelm und dessen Kopfball bringt den Krefeldern einen mühsamen 2:1-Sieg. Aber was viel wichtiger ist, Uerdingen ist zum 4. Mal in seiner Geschichte Bundesliga-Tabellenführer. Und dort, so meinen Experten, werde Bayer noch lange bleiben. Ja, ich entsinne mich, vor 3 Jahren, glaube ich, war es, da saß hier neben mir Timo Konitzka und da war der erste Spieltag vorbei und Bayer Uerdingen war Tabellenführer. Ich habe mich zu entschuldigen, ich habe zwar Aufsteiger richtig gesagt, aber es war natürlich nicht Homburg, sondern es war Blau-Weiß-Berlin. So, ich gratuliere nach Klaus Fichtel auch Marcel Witeczek. Er ist der jüngste Spieler, habe ich gesagt, der Bundesliga mit 17 und er ist einer, den wir noch gesehen haben. Eine gute Stunde hat er gespielt und ich finde das schon eine erstaunliche Steigerung. Im ersten Spiel waren es etwa 8 oder 9 Minuten und jetzt eine gute Stunde. Wie war denn das Spiel für Sie aus Ihrer Sicht? War ziemlich schwer. Also die Homoer standen kompakt hinten drin. War wenig Platz, also war ziemlich schwer. Und wie war es für Sie selbst? Waren Sie nach der Stunde so fertig, haben Sie sich ein bisschen geärgert, dass Sie raus mussten oder haben Sie gesagt, die Auswechslung ist okay? Ne, ich war schon ziemlich kaputt, also nach einer Stunde. Also Sie waren auch froh, dass Sie rausgenommen wurden? Das nicht, aber ich hätte weiter spielen wollen, aber vielleicht reicht es für den Anfang. Oder Sie haben ja noch vieles vor sich. Ich muss unseren Zuschauern mal vor eines sagen, dass Sie 2 Dutzend Länderspiele in der Juniorenmannschaft haben, dass Sie mit dabei waren bei der Weltmeisterschaft, zwar im letzten Jahr in Peking, in China haben Sie gespielt, waren der Torschützenkönig. 3 Tore gegen China und insgesamt wie viel? 8 Tore. 8 Tore. Und war das ein großes Erlebnis für Sie über den Fußball hinaus? War ein super Erlebnis, also sowas habe ich noch nie erlebt. Noch nicht erlebt. Jetzt erzählen Sie doch mal, wie kommt man denn als so junger Spieler, und das werden jetzt viele Väter und viele junge Fußballer besonders gerne hören wollen, wie kommt man denn zu einem Bundesliga-Verein, wenn man so jung ist? Wie geht das? Also ich war in der Schule, also ziemlich gut im Fußball und haben mich mit Mannschaftskameraden also zum Fußball mitgebracht. Also ich habe da bei Post Oberhausen angefangen, mittrainiert, da 1,5 Jahre gespielt, dann nach Rot-Weiß Oberhausen gewechselt, da wieder 2 Jahre gespielt. Und dann haben mich die Uerdinger geholt. Also. Hat sich dort der Berti Vogts auch beobachtet oder wie war das? Nein, also das waren dann die Jungleiter von Uerdingen, die mich da geholt haben. Und wie war der Anfang? Wie ist das Verständnis mit den sogenannten alten Spielern? Wenn da einer dabei ist mit 30, mit 35 Jahren, von dem guten Klaus Fichtel mit 41, wollen wir gar nicht reden. Ich erzähle dann vielleicht die kleine Geschichte. Als wir eine Mannschaft bildeten und wir hatten dann nach dem Krieg einen mit 35, wir waren 20, 21, haben wir gesagt, was tut denn der Eude noch bei uns? Also ich kann mir vorstellen, dass das für Sie auch nicht nur 2 Generationen sind, die da in einer Mannschaft spielen, sondern dass es vielleicht gar nicht oft genug den engen Kontakt gibt es denn? Ja, wir haben ein super Verhältnis mit einem älteren Spieler, also die helfen uns sehr. Seid ihr? Wie Friedhelm Funkel oder. Untereinander per Du? Ja, sind auch per Du. Und wo gibt es die größten Schwierigkeiten im Eingewöhnen in einer solchen Bundesligamannschaft, wenn man sonst nur in Jugendmannschaften gespielt hat? Also wird sehr härter gespielt und schneller gespielt vor allen Dingen. Ja. Klaus Fichtel, jetzt sind Sie dran, denn Ihre sogenannte sportliche Zukunft soll ja die sein, Jugendmannschaft bei Schalke zu betreuen. Das ist richtig. Was kann man denn der Jugend wirklich beibringen, wenn sie glaubt, ich gehe doch sowieso meinen eigenen Weg? Ja, man muss versuchen als Bundesligaverein, ich meine die große Zeit der Stark kaufen ist, sollte vorbei sein. Es sind nur noch
ein paar wenige Vereine, die das können. Und man sollte da doch mehr Wert auf eben auf den Nachwuchs und vor allen Dingen auf den eigenen Nachwuchs legen. Und da sind wir in Schalke jetzt im Moment dabei, das zu forcieren, Leute aus der näheren Umgebung zu holen, die einigermaßen trainieren sollen, vor allen Dingen auch, was wir früher hatten auf der Straße oder im Wald, auf der Wiese. Wir konnten da spielen, das ist heute nicht mehr so. Und deshalb versuchen wir da mit diesen Leuten wieder Fußball zu spielen, eben, dass der Ball im Mittelpunkt steht und nicht die Lauferei. Das wäre auch in dem Sinne, dass, was Beckenbauer immer sagt, wieder mehr zum Spiel zurück. Oder Detmar Kramer. Das ist richtig. Da hinten sitzt Ihr Junge, weiß nicht, wie er heißt. Christopher. Christopher, da sitzt er neben Ihrer Frau Gabi. Haben Sie mit ihm schon gespielt? Spielt er Fußball? Soll er mal in die Stapfen des Vaters? Ach ja, das muss man sehen, wie weit das Talent ausreicht. Ich meine, er spielt jetzt in Waltrop, wo wir zu Hause sind. Und wie weit das Talent ausreicht, das kann man jetzt noch nicht sagen. Der Lernprozess findet jetzt erst noch statt. Ja. Und man muss da abwarten, wie weit es ist. Also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn er weiter Fußball spielen würde. Mhm. Aber wie gesagt, man muss es abwarten. Noch eine Frage, was macht der Pferdenarr Klaus Fichtel? Er hat viele Trabrennpferde immer laufen gehabt in Gelsenkirchen, aber das ist vorbei. Das ist richtig, ja. Durch meine Bremer Zeit, ich war zwischenzeitlich 4 Jahre in Bremen und eigentlich nur zum Wochenende zu Hause. Und dadurch ist die ganze Sache ein wenig eingeschlafen. Und im Moment habe ich auch sehr, sehr wenig Zeit. Für mich ist eigentlich 24 Stunden der Tag eigentlich zu kurz, wenn man bedenkt, ich bin Spieler, ich bin Co-Trainer, ich bin Amateurtrainer und dann noch sportlicher Leiter der Schüler-Jugendabteilung. Also Familie haben Sie auch noch. Auch noch, die müssen auch noch ein bisschen drunter leiden. Also es hört sich jetzt schwierig. Hört sich jetzt auf. Ich will es hoffen, ich will es hoffen. Und Ihre Frau lacht auch schon, freut sich schon. Ja, ich wollte gerade noch die Torwand ein bisschen korrigieren lassen für das Duell zwischen Klaus Fichtel und Marcel. Bitte, Check, bitte, Klaus, Sie fangen an, 3 unten und dann 3 oben, aber da machen wir dann die kleine Pause und lassen den Marcel dazwischen schießen. Darf ich einen kleinen Trick sagen? Ich bin zwar kein Trainer. Leicht, dann geht der Rem von der Innenseite. Locker. Ja. Sie merken schon, er ist Linksfüßler. Ja, was sage ich denn? Ja. Und musst du bitte da anfangen. Zeit lassen, nicht Gas. Leider nur ab, das Spiel. Oben gleich, jeder an die Kante. Der Letzte. Macht nichts, Herr. Gratuliere. Marcel Wittecek wird noch öfter bei uns wahrscheinlich kommen und dann auf die Torwand schießen. Klaus Fichtel, es gibt jetzt noch ein Bundesligaspiel gegen Homburg. Ja. Und dann kommt der große Abschied, den Sie am 26. August haben werden in Gelsenkirchen. Wer kommt denn nun wirklich und wer spielt gegen wen? Ja, das ist richtig. Aus dem Schottland-Spiel sind noch einige Bekannte da, zum Beispiel Franz Beckenbauer, Berti Vogt, Wolfgang Overath, Gerd Müller. Es kommt international kommt Alan Simonsson, Henning Jensen, Johan Cruyff, René van der Eyken aus der Bundesliga kommt, Dieter Budenski, Pat Jennings kommt auch.
Vom Werder Bremen kommt Rudi Völler, Manfred Burgsmüller, vom HSV kommt Manfred Kalt. Müssen ja dann drei Spiele werden. Ja. Naja, wir wollen, aber ernst wird es nicht. Nein, sicher nicht, um Gottes Willen. Wir wollen, dass nichts passiert und dass den Zuschauern was geboten wird. Also ich habe schon Abschiedsspiele gesehen, nicht alleine, wo man sich gesagt hat, muss das so tierernst sein? Man konnte doch wirklich locker spielen und die Künste zeigen, die man auch mit 40 nicht verlernt hat. Das soll Sinn und Zweck der Sache sein. Alles Gute. Dankeschön. Wir danken herzlich auch die Zuschauer, die jetzt nicht gratulieren können. Und wir wünschen Ihnen allen, vor allen Dingen Ihrer Frau, Ihrer Familie, für die zweite Hälfte des Lebens, die mindestens so amüsant sein kann wie die erste, wenn auch anders, alles Gute. Sicher. Gesundheit. Dankeschön. Marcel, alles Gute. Ja. Da kriecht einer unter der Kamera durch und holt den letzten Ball raus. Wir kommen weiter zum Wasserskifahren. Aber erst Leichtathletik. Ach, ist ja zu weit. Ja. Das ist schön, das wird vor allen Dingen unseren Gast, unsere Weltrekordläuferin Frau Donkova freuen. Wir kommen also jetzt zur Leichtathletik. Wir gehen nach Dresden, 8 Tage vor Beginn der Europameisterschaften in Stuttgart. Der letzte Test, die Läuferinnen und Läufer, die Werfer, die Springer mussten heute benannt werden. Hier ist ein zusammenfassender Bericht meines Kollegen Bernd Heller. Die Kulisse im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden war ein bisschen dürftig, gemessen an den rauschenden Festen der Leichtathletik, die wir dieser Tage erleben. Aber immerhin, Sabine Busch, die Weltrekordhalterin, über 400 Meter Hürden und vor ihr kniete in den Startblöcken Cornelia Feuerbach. Groß im Bild jetzt Ellen Fiedler, die auch schon mal den Weltrekord über 400 Meter Hürden hielt. Drei exzellente Läuferinnen, Weltklasse also im Start über 400 Meter Hürden der Frauen. Wenn Sabine Busch unterwegs ist, Sie erkennen sie am blauen Trikot auf der Bahn 3, dann liegt natürlich stets ein Weltrekord in der Luft. Aber oft schon ist sie auf den letzten Metern gestrauchelt und es kommt entscheidend darauf an, wie sie über die letzten 100 Meter kommt. Erst jetzt haben wir Sabine Busch im Bild, in der Mitte des Bildes, im blauen Trikot. Gleich auf zu diesem Zeitpunkt Cornelia Feuerbach, die sich sehr gut hielt. Im weinroten Trikot an dritter Stelle liegen jetzt Ellen Fiedler. Eingangs der Zielgeraden, ganz leichter Vorsprung noch für Cornelia Feuerbach. Aber dann schob sich Sabine Busch leicht an Cornelia Feuerbach vorbei. Und die letzte Hürde, na, gerade soeben hat es geklappt. Ein bisschen musste sie trippeln und kompensieren. Aber es reichte eben und die Zeit, großartige 54,04 Sekunden, wie später korrigiert wurde. Einmal mehr der Beweis der Weltklasse und auch die zweitplatzierte Cornelia Feuerbach lief mit 54,27 noch eine hervorragende Zeit. Das ist seit Beginn dieser Saison der neue Weltrekordhalter im Diskuswerfen, Jürgen Schult aus Schwerin. 74,08 Meter warf er, aber seitdem hat er an diese Weite nicht mehr annähernd herangereicht. Und auch heute war das nicht anders, wenngleich er mit knapp 65 Meter, genau 64,90 Meter, eine Klasseweite erzielte. Und ich bin sicher, dass in diesem Bereich auch in Stuttgart die Medaillen vergeben werden. Er ist also zweifellos ein Anwärter auf die Europameisterschaft, ein Medaillenanwärter. Aber den Weltrekord wird er wohl so schnell, so scheint es jedenfalls, nicht bestätigen können. Heike Drechsler, die Weltrekordhalterin im Weitsprung hier am Start beim 100-Meter-Lauf. Neben ihr Marlies Göhr, die Ex-Weltrekordhalterin über 100 Meter. Und auf der Bahn 5 starten Silke Gladisch. Damit habe ich die drei Besten genannt. Auch hier wieder geballte Weltklasse. Heike Drechsler, die Weltrekordhalterin im Weitsprung, hatte ja auch den 200-Meter-Rekord egalisiert. Und schauen Sie mal, was sie 100 Meter kann. Ganz schlechter Start von ihr. Marlies Göhr ist am besten weggekommen. Nach 30 Meter führt Göhr. Aber jetzt bereits kommt Heike Drechsler. Bei 50 Metern hat sie den Rückstand egalisiert. Und dann läuft sie souverän einen Sieg heraus in 10,94 Sekunden. Im Vorlauf heute war sie schon 10,93 Sekunden gelaufen, ohne sich auch nur annähernd auszugeben. Das zeigt, welche Möglichkeiten diese Frau tatsächlich hat. Schade nur, dass in Stuttgart der Zeitplan so gestaltet ist,
dass sie 100 Meter und Weitsprung nicht gleichzeitig bestreiten kann. Aber sie wird die 200 Meter laufen, sie wird weitspringen und sie wird natürlich in der 4x100 Meter Staffel dabei sein. 10,94, also eine Weltklassezeit für die Weitspringerin. Und zweite Malis Göhr, die nach langer Verletzung mit 11,02 sofort wieder Anschluss gefunden hat, dort, wo sie bislang stets gestanden hat. Dritte Gladisch mit 11,10 Sekunden. Nach langer Verletzung kam auch Marita Koch wieder zurück. So ist sie mit weiteren 7 Läuferinnen im 400-Meter-Rennen gestartet. Ein einziges Mal ist sie in diesem Jahr 200 Meter gelaufen. 400 Meter überhaupt noch nicht. Jene Frau, die mehr als ein Jahrzehnt die Strecken über 200 und 400 Meter beherrscht hat, mehrfach den Weltrekord verbessert hat. Sie bestritt also hier ihr erstes Rennen. Es sollte eine Standortbestimmung sein. Hier haben wir sie groß im Bild. Und es war ein glänzender Auftakt. Bei etwas mehr als 200 Metern hatte sie einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz von mehreren Metern herausgelaufen. Eingangs der Zielgeraden waren es bestimmt 5, 6 Meter. Gegen Ende litt ein bisschen das Stehvermögen. Das kennt man ja bei länger verletzt gewesenen Athleten, dass sie im Stehvermögen noch ein bisschen Probleme haben. Aber mit 49,24 Sekunden gewann sie und stellte zugleich eine neue Jahresweltbestleistung auf. Petra Müller wurde Zweite mit 49,79 Sekunden. Marita Koch auch mit 29, die alte Weltklasse nämlich. Das ist Dirk Gamlin aus Schwerin, dessen persönliche Bestleistung im Dreisprung bis zu diesem Sprung bei 17,15 Meter stand. Er verbesserte sich heute, erzielte 17,17 Meter und so hat die DDR jetzt neben Volker May einen weiteren Klassespringer. Dirk Gamlin, 17,17 Meter, der Sieger, May sprang 17,02. Auch über 400 Meter der Männer war mit Thomas Schönlebe ein Mann am Start, der lange verletzt war und nun wissen musste, wo er eigentlich steht. Schönlebe auf Bahn 6 und Matthias Schersing auf Bahn 4. Schönlebe, erkennbar auch an dem dunklen Trikot mit dem hellen Brustring. Da geht ein Athlet von der Bahn, Oberschenkelzerrung. Und hier haben wir nun Thomas Schönlebe groß im Bild. Wunderbarer Schritt. Der Mann, der mit 18, mit 19 Jahren schon so in die Weltklasse hineingelaufen ist, dass er sogar den Amerikanern über diese Distanz das Fürchten gelehrt hat. Auch er scheint rechtzeitig vor den Europameisterschaften wieder fit. Matthias Schersing kann gut mithalten, aber Thomas Schönlebe kommt mit einem Vorsprung von 2-3 Metern auf die Zielgerade und siegt in glänzenden 45,01 Sekunden. Schersing wird Zweiter in 45,29 Sekunden. Die beiden sind also wieder da. Und man darf gespannt sein, was Thomas Schönlebe bei den Europameisterschaften, wenn es heißt, mehrere Rennen in 2-3 Tagen zu bestreiten, zu leisten, imstande sein wird. Alles in allem kann man sagen, es war nicht ganz das rauschende Fest in Dresden, aber es war eben Leichtathletik auf höchstem, auf Weltniveau. Das hätte sich 1922 Ralph Samuelson nicht träumen lassen, dass man mit seiner Erfindung, dem Wasserski, auch Springen, Slalom und Trickski fahren kann. Maria Assam vom WSV Friedberg in Bayern beim Figurenlauf, eine der Favoritinnen auf den Kombinationstitel. Die Geschwindigkeit des Umlaufseils hier 30 Kilometer pro Stunde. Platz 1 nach dem Figurenlauf für die Sportstudentin. Sabine Heberle. Ebenfalls aus Friedberg beim Slalom. Mit mehr als 70 Kilometer pro Stunde umfährt die 16-Jährige an der 14-Meter-Leine die 6 Bojen. Die dritte Disziplin Springen. Die Weite wird durch 3 Winkelmessgeräte ermittelt, fast auf den Zentimeter genau. Jeder Läufer hat 2 Versuche. Hier Maria Assam, ihre Weite 31,10 Meter.
Gisela Pohlmann vom Wasserskiclub Langenfeld. Die Schanzenhöhe bei den Damen 1,50 Meter, Anlaufgeschwindigkeit 51 Kilometer pro Stunde. Deutsche Meisterin in der Kombination Maria Assam aus Friedberg vor ihrer Clubkameradin Sabine Heberle. Platz 3 Andrea Bölte aus Langenfeld. Markus Siemensmeier, Schüler aus Paderborn beim Figurenlauf. In zwei Durchgängen von je 20 Sekunden müssen möglichst viele und schwierige Figuren gezeigt werden. Die auf einem Trickski oder mit einem Fuß ergeben eine höhere Punktzahl. Und beim Slalom Jürgen Werner vom WSC Paderborn. 58 Kilometer in der Stunde die Geschwindigkeit des Umlaufseils. Bei einer Leinenlänge von 13 Metern heißt das in den Kurven mehr als Tempo 19. Axel Müller aus Kiefersfelden, ebenfalls bei der wohl elegantesten Wasserskidisziplin, dem Slalom, der übrigens bei jeder Meisterschaft, egal wo, identisch ausgelegt ist. Und noch einmal Axel Müller, diesmal beim Sprung. Die Schanzenhöhe 1,80 Meter, Anlaufgeschwindigkeit 57 Kilometer in der Stunde. Die Weite 34,90 Meter. Platz 2 in der Kombination. Der Sieger, der internationale deutsche Meister Markus Siemensmeier aus Paderborn. Seine Weite 40,60 Meter. Ganz ohne. Eine weitere Variante demonstriert von Eddie Jirkowski aus Frankreich, dem 16-jährigen Weltmeister in allen Disziplinen. Ganz ohne. Auch das hätte sich Ralph Samuelson nicht träumen lassen, als er am 2. Juli 1922 in Lake City im US-Bundesstaat Minnesota eine neue Sportart vorstellte, mit Namen Wasserski.